Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video auf meinem Kanal. Heute mal nicht HoYoLab und auch nicht in-game, sondern real life. Und zwar haben wir ein Unboxing-Video von einem Genshin Impact Mauspad. Das habe ich mir bestellt, das ist auch von mir bezahlt, also es ist nicht irgendwie gesponsert oder so. Und ja, ich bin einfach gespannt, wie die Qualität so ist. Und also ich will auch ein neues Mauspad, ich brauche auch ein neues Mauspad. Also ich will auch, dass es gut ist, weil wäre irgendwie ärgerlich, wenn nicht. Und außerdem wollte ich einfach mal offizielles Genshin Impact Merchandise in den Händen halten. Ich habe an so vielen Beitragsaktionen, Giveaways, Events teilgenommen und leider nie Fanartikel gewonnen. Ich habe zwar öfter mal Urgestein oder so gewonnen, aber nie Fanartikel. Und deswegen dachte ich mir jetzt letztendlich, naja gut, ich will so ein Mousepad haben, bis ich mal ein Giveaway gewinne. Das könnte noch Jahre oder Jahrzehnte dauern. Von dem her habe ich es mir jetzt einfach mal bestellt. Knapp 30 Euro kostet das Ganze leider. Ich habe es über einen Reseller gekauft. Klingt immer so negativ, Reseller, aber in dem Fall ist es ja tatsächlich die einzige Möglichkeit für Leute, die kein Chinesisch sprechen, beziehungsweise es gibt die Möglichkeit auch für Leute, die nicht Chinesisch sprechen, es anders zu bestellen. Ich mache nochmal ein externes Video nur über Merchandise bestellen, welche verschiedenen Prozesse es da gibt und so weiter und so fort. Aber wenn man jetzt nicht zum Beispiel am Sommerfest in Berlin sein konnte, und das ist für mich, das sind, keine Ahnung, 800 Kilometer oder so, das ist sau weit weg, ja, dann hat man halt keine andere Möglichkeit, als hier sich das im Internet zu bestellen. Und außerdem ist es auch nicht günstiger gewesen beim Sommerfest. Da hat es gleich 26 Euro gekostet und ich bin mir ziemlich sicher, ich habe auch 26 Euro gezahlt. Also von dem her habe ich sogar das gleiche gezahlt, wie wenn ich im Sommerfest in Berlin gewesen wäre. Von dem her alles tutti frutti. Und ja, ihr seht schon, ich wollte euch das einfach nochmal zeigen. Es ist jetzt noch eingepackt, da drin ist ein Karton. Ich mache das jetzt auch weg, diese Verpackung, weil das ist eigentlich ziemlich unnötig. Ich wollte euch nur zeigen, dass sie so ein eigenes Klebeband anscheinend haben mit miHoYo-Label drauf, finde ich persönlich ziemlich cool. Und ich glaube, dieses grüne ist eigentlich schon farbenblind. Dieses gelbe ist, glaube ich, von dem Reseller, die es wiederum an mich geschickt haben. Ja, ich glaube, die wollten einfach die Verpackung nicht beschädigen. I guess. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass das von miHoYo ist, ehrlich gesagt. Aber ich weiß es nicht. Und da sind wir wieder. Das ist jetzt der Karton, wo das Mauspad letztendlich drin ist. Ja, ich kann kein Chinesisch. Ich bin mir ziemlich sicher, das hier ist einfach Genshin Impact. Keine Ahnung, was das hier bedeutet. Wahrscheinlich Mauspad, I guess. Hier sind die 7 Elemente drauf. Auch super cool. Also der Karton, der ist richtig nice. Also leider ist er ein bisschen beschädigt worden, weil das halt nur so verschickt wurde. Also ich meine, es war zwar eingepackt in so dieses Klebeband, ein bisschen Bubble Wrap, also ein bisschen Luftpolster. Aber ihr seht, das hat leider nicht viel gebracht. Ich meine, es kommt aus China, also es ist aus Shanghai nach Frankreich geliefert worden und aus Frankreich dann zu mir. Ja, ist leider schon stark beschädigt worden. Ja, ist ein bisschen schade, der Karton wäre echt cool gewesen. Hier ist noch das, was ich mir bestellt habe. Oh, Spoiler, na egal, zu spät. Genau. Es gibt ja einige verschiedene Mauspads und einige coole und ich konnte mich echt nicht entscheiden. Eigentlich wollte ich eins mit Yoimiya, aber Yoimiya habe ich in einem anderen Zusammenhang mir auch noch. Spoiler, aber dazu später irgendwann noch mehr. Jedenfalls, Yoimiya habe ich schon in einer anderen Version sozusagen. Und deswegen wollte ich nicht nochmal Yoimiya haben, weil ich meine, ich mag zwar Yoimiya, ich bin jetzt nicht so ein harter Fanboy, dass ich jetzt alles von Yoimiya haben wollte. Und ich finde persönlich Zhangling und Kejing ziemlich cool. Und es gibt ein Mauspad, wo beide drauf sind, zusammen mit Goba. Und auch die Farbe hat mir gefallen. Gut, jetzt hier ist es nur schwarz-weiß. Ihr seht gleich, wie es dann letztendlich aussieht. Aber das Bild bestimmt schon öfter mal gesehen. Ich finde persönlich, es war eines der coolsten Mauspads. Das einzige andere, was ich noch... Also ich war wirklich 50-50 zwischen dem und zwischen dem mit Raiden Shogun und Kokomi. Da ist Kokomi so ganz klein und hinter ihr ein riesengroßes, so ganz bedrohlich im Hintergrund ist dann Raiden Shogun. Das ist auch ein richtig cooles Mauspad. Aber ja, für mich ist es jetzt das mit Zhangling und Kejing geworden. Ja, ich meine, wenn die Qualität sehr gut ist, es spricht ja nichts dagegen, sich noch ein zweites Mauspad zu besorgen, theoretisch. So, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich es hier aufbekomme. Ich hasse diese Klebesticker, die sind immer so furchtbar. Jetzt beschädige ich den Karton tatsächlich noch und steche mir noch ein Auge mit der Schere aus. Ui, okay. Schauen wir mal. Gut, das müsste passen. Okay, yep. Let's go, der Moment der Wahrheit. Dann können wir das hier rausziehen. Oder auch nicht. Ja, ich glaube, ich muss das so machen, sonst geht es nicht im Liegen. Okay, es ist innen auf jeden Fall noch mal in der Tüte eingepackt. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Hier ist auch noch so ein
Ich zeig's euch gleich. Okay, es sieht vielversprechend aus. Es sieht vielversprechend aus. Ich zeige es euch jetzt einfach mal so. Und hier ist noch so ein holographischer Sticker drauf, auch von miHoYo. Ist auch ziemlich cool. Okay. Also es fühlt sich richtig dick an. Es sind auch riesige Mauspads, muss man sagen. Also es sind für manche Leute sind das wahrscheinlich eher Schreibtischunterlagen, als dass es Mauspads sind, ja. Aber für viele Leute, die einen großen Schreibtisch haben und die viel am PC spielen oder viel spielen vor allem, da ist so ein großes Mauspad schon echt angenehm, weil man auch ein bisschen die Hand einfach drauf liegen hat und den Arm, das Handgelenk und so. Das ist einfach weich. Also es ist sehr angenehm auf jeden Fall, so ein großes Mauspad zu haben. Okay, und hier geht es auch tatsächlich schon auf. Oh, okay, das war schon ein bisschen offen, aber naja, ist ja nicht so schlimm. War ja in dem Karton drin. Okay, jetzt hängt es irgendwo. Ist hier oben noch zugeklebt oder was? Nee. Na, okay, jetzt habe ich's. Okay. Der Moment der Wahrheit. Boah, ist das riesig. Das ist noch größer als mein aktuelles tatsächlich. Boom, da sind sie. Oh ja, das ist genau so, wie ich mein Mauspad liebe. Okay, let's go. Damit kann ich es auf jeden Fall weiterempfehlen. Es ist. Ich probiere noch ein bisschen rauszuzoomen, aber es geht jetzt. Ist verdammt nochmal gigantisch. Wow. Und es hat richtig geile Farben. Also, das war der Hauptgrund, warum ich es mir dann letztendlich bestellt habe. Also, Qijing und Zhangling, wie gesagt, beides coole Charakter, beide mega nice. Aber für mich waren es auch die Farben einfach. Also erstens Essen, ich liebe auch Essen. Das war noch ein zusätzliches Ding. Hier Qijing mit den, das sind Tempura wahrscheinlich, also frittierte Garnelen oder sowas. Also erstens das Essen, das noch am Rand mit drauf ist, ist cool. Und dann einfach zwei super coole Charakter. Auch beide aus Liyue. Ich liebe auch Liyue. Auch das war noch so ein Grund, ja. Aber wie gesagt, auf Nummer 2 wäre dann das mit Raiden Shogun und mit Kokomi gekommen. Und ich muss sagen, vielleicht bestelle ich mir das sogar auch noch, weil ein zweites Mauspad zum Switchen zu haben. Und das, ich meine, ihr könnt es natürlich nicht anfassen, aber es ist genau das Material, was ich will. Und es ist richtig schön dick, ja. Also, was ich bei Mauspads hasse, ist, wenn die so dünn sind, dass du im Endeffekt dann trotzdem auf dem Tisch einfach liegst. Oder was auch schlimm ist, sind diese Materialien. Ich kenne mich mit Materialien von Mauspads nicht aus, aber diese Hartplastik, ja. Oh, das ist so schrecklich, wo du so drüber rutscht mit der Maus und mit der Hand. Und so eiskalt auch immer ist, ne? Das ist halt, ich meine, es ist jetzt nicht reiner Stoff, es ist mehr so polyestermäßig und es riecht auch sehr stark nach Gummi, weil unten die Unterlage ist natürlich aus Gummi, dass es nicht rutscht. Ja, also es riecht künstlich und es ist natürlich auch nicht die beste Qualität, keine Frage. Ich meine, sie kosten in China nicht mal 10 Euro, muss man dazu sagen. Sie sind natürlich nicht sehr teuer und hochwertig produziert, aber das gilt für alle Mauspads, also auch mein aktuelles und dafür habe ich damals, glaube ich, auch knapp 30 Euro gezahlt. Ist aus dem gleichen Material und es ist quasi das gleiche. Ja. Und es sieht bombastisch aus. Was soll ich sagen? Also, es ist auf jeden Fall eine definitive Kaufempfehlung für mich. Klar, 30 Euro für ein Mauspad ist recht viel und ja, es ist recht groß, aber ich mag das. Ja. Vor allem, weil auch das Ding ist, ihr müsst euch ja vorstellen, also ich will das auch nicht unter die Tastatur legen. Es gibt ja auch diese Leute, die machen hier Tastatur und hier Maus, aber dann siehst du ja nichts mehr von dem Mauspad. Also, ich stelle meine Tastatur ganz normal auf den Tisch. Weil meine Tastatur bewege ich sowieso fast gar nicht. Das sollte eigentlich klar gehen. Ja, und dann habe ich quasi hier einen kleinen Bereich von dem Mauspad, wo ich meine Hand drauf habe. Und den Rest kann ich wirklich angucken. Ja, dann habe ich wie so einen Bilderrahmen oder wie einen Tisch. Ja, wie eine Tischdecke so ein bisschen, dass du halt einfach auch was zum Angucken hast. Ja, ich meine, man stellt sich ja kein super cool aussehendes Mauspad, wenn man dann alles draufstellt und dann quasi nichts mehr von dem Mauspad sieht. Also so ist meine persönliche Auffassung zumindest davon. Und ja, ich finde es mega nice. Also wie gesagt, das. Ja, I love it. Was soll ich sagen? Ja, damit wäre das abgehakt. Jetzt wissen wir, wie so ein Genshin Impact Mauspad in echt aussieht. Vielleicht kann ich euch noch die. Wobei die Maße stehen echt dabei, wenn ihr es euch bestellt. Es ist auf jeden Fall riesig. Also, mein Schreibtisch ist recht groß. Auch ich habe jetzt auf 0,5 rausgezoomt. Also, ihr seht, wie klein meine Hände verhältnismäßig sind. Und ich habe keine sehr kleinen Hände. Ja, also, ihr seht, wie gigantisch dieses Mauspad ist. Also, meine Hand ist quasi so groß wie die beiden Köpfe von Qijing und Zhangling. Also, das ist wirklich bombastisch. Und das liebe ich daran. Deswegen sage ich, danke euch fürs Zuschauen. Ich bin froh, dass es gut ist, weil es gibt auch keine Returns. Also das ist jetzt, wie gesagt, über einen Reseller gewesen. Die machen auch kein Geld zurück oder so. Also wenn es jetzt mir nicht gefallen hätte, hätte ich mehr oder weniger Pech gehabt. Gut, dann hätte ich es vielleicht noch weiterverkaufen können an jemand anderen, der vielleicht weiß, wie es ist und sich dann trotzdem noch drüber freuen würde. Aber
Zum Glück, es ist geil und es ist wirklich meine ernsthafte Meinung. Ich sage danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit Genshin Impact. Haut rein und ciao, ciao.